Name ist Peter Eckert, ich bin der Ortsbrandmeister von der Freiwilligen Feuerwehr Langfeld. Alarmstichwort war, zu was seid ihr alarmiert worden? Feuer 3, Brand in einer Mühle, es brennt dort die Hammermühle. Vorgefundene Lage, kein offenes Feuer, keine Rauchentwicklung vorerst. Wir sind dann zur Erkundung mit 2 Trupps ins 4. OG. Ja, wir haben die Gefahr der Ausbreitung. Die Futtermühle arbeitet auf mehreren Wegen, Filtersystemen. Und durch diese Wegeverbreitung wird das Futter in Silos geleitet. Und wir müssen diesen Wegen nachgehen, ob sich dort Brandnester, Brandblut befindet. Also Atemschutzgeräteträger muss man sich so vorstellen, wenn die ins 4. OG müssen, dann haben die maximal eine Haltungsdauer von ca. 15 Minuten, 20 Minuten. Dann ist die Atemluft für die weg und dann müssen die ausgetauscht werden. Wir sind jetzt dabei, den Weg zu erkunden, wie weit das Feuer gelaufen ist und werden dann Stück für Stück die Rohre und die Verbindungen öffnen, um zu sehen, wo jetzt noch dann der Brand sich befindet. Wir sind hier mit 100 Kameraden aus 3 Feuerwehren vor Ort. Zudem ist der Malteser vorsorglich bestellt worden und die Polizei.